Schauen wir mal, was uns erwartet, oder? Jetzt wieder so eine typische Aktion. So. Und jetzt? Magst du da aufgehen? Ja, da ist er. Jetzt geht's weiter. Eine ziemliche Drecksau. Sie haben so schlecht ausgegangen. Scheiße. Grüß euch zu diesem Video. Das wird ein besonderes Video. Es handelt sich dabei um den Versuch, die große Blaues-Umrahmung zu machen. Ganz original, beginnend mit dem Schnorberg. Bei Ferminz sind wir da jetzt aufgegangen. Wer ist mir? Der Max ist dabei. Grüß euch, morgen. Und der Plan ist jetzt da weiter führen gehen, auf die Schertenspitz durch die Nordostwand und dann über die ganzen Türme auf die Blauesspitz, ganz hinten auf dem Hochkalter, über den Kleinkalter, Rotbolfen, wieder retour. Aber und dann ins Tal. Angegeben ist die Tour mit 16 Stunden aus dem Tal. Da ist aber die Nordostwand noch nicht dabei. Da muss man auch noch mal 1,5 Stunden dazu rechnen. Also 17,5 Stunden war die Tour angegeben. Schauen wir mal, ob sich das heute alles hier ausgeht. Was los? Muss. Stirnlampen haben wir dabei. Geht da hin. Auf geht's. Die Schertenalm noch zu, oder was? Schertenalm leider geschlossen. Wir bringen jetzt auf jeden Fall an Richtung Schnorberg. Ah, Max, höchst worden. Wie spät haben wir es? Siehst du? Halbe fünf? Kurz nach halb fünf, ja. Kurz nach halbe fünf. Von ganz unten sind wir her. Jetzt sind wir schon fast am Schnorberg herum. Wir machen ja die Originalüberschreitung, wollen wir machen. Eine Originalumrahmung. Die geht natürlich mit dem ersten Gipfel mit dem Schnorberg an. Geile Stimmung. Von der Schertenalm eben unten rauf durch den Wald. Unmarkiert. Aber wenn du noch am richtigen Steig bist, wirst du den Weg nicht versammeln. Fisch. Wie hoch sind wir jetzt? 1800 habe ich. 1800, also 1050, 1100 Höhenmeter ungefähr. Bis jetzt. Ein Alpensalamander. Und der Max. Grüß euch. Und der Schnorberg. Ja.
herrlich ist. In dem Sinn, Bergheil vom Stornberg. Der erste von 6 Gipfeln heute. Der zweite ist da vorne, der Schertenspitz. Durch den Rostwand. Dann müssen wir über 3 Türme drüber. Auf die blaue Spitze, der dritte Gipfel. Dann ganz hinten der Hochkalter. Nachher der Schlankalter. Und dann der Rotbolfen. Also da alles um. Und über den schönen Fleck kommen wir nachher wieder runter. Und gehen wieder retour. So der Plan. So, dann starten wir mal das Abenteuer. Hoffen, dass der Felsen bald ein bisschen wärmer wird. Ja. Wir sind jetzt angestiegen vom Schnorberg, zuerst den Normalweg bis zu der Stelle in dem Schuttviertel. Da kommst du zu der Plattenvariante raus und jetzt sind mit Stammeindl markiert auf zum Einstieg Nordostwand. Da unten sind wir jetzt raufgekommen. Da rauf ist Geh- und Zwarergelände maximal. Die Sonne ist in der Zwischenzeit auch schon heraus. Und da vorne müssen wir jetzt rauf durch die Nordostwand von der Schertenspitz. Vierer Kletterei durch meinen Einstieg nach. Wir müssen da Stand machen, weil sonst kriegen wir so eine Seilreibung zusammen. Hab Stand, kannst das Seil freigeben. Ja, da war ich in Zwischensicherung noch frei gewesen. Ich war ja mal überlegen, ob ich da vielleicht da rechts noch einen Keil oder irgendwas reinhauen sollte, aber ich habe dann gar nicht gewusst, dass da ums Eck geht. Da kannst du so spreizen, glaube ich, noch nichts raus. Jawohl. Sehr gut. Ist aber nicht schwer gewesen, gleich am Anfang. Jetzt haben wir voll, Max. Geile Tour. Ja, ja. Super. Jeder ist hart. Ja, Traum. Wenn dann bei den Türmen, wenn da die Vierer nachher auch nicht ärger sind, also die 4 Plus, dann. Ja, wenn die ja lang gegangen wird. Ja, sowieso, aber das heißt nichts. Nein. Ja. Da sind jetzt scheinbar, das muss auch ungefähr wieder so 30, 35 Meter lang sein. Mhm. Und in der Seillänge sind, glaube ich, vielleicht eh, also 6 Zwischensicherungen auf jeden Fall. Aber ich gebe da alle Echsen einmal mit. Erinnert mich an das Birkband. Ja. Bisschen ausgesetzt da.
Ort. Aber meine Brotzen sind gerade voll kalt. Die Brotzen sind gerade voll kalt. Aha. Ich glaube, geht es da durch den Ries auf. Einmal schon da? Ich glaube, aber ich schaue jetzt nicht in der Topo nach. Meine sind arschkalt. Aber es geht. Da sind Steigeisenspuren. Ja, werden auch genug viel machen. Wenn die besser sind wie wir. Also da ist auch noch was reingehängt, das habe ich nicht gesehen. Gib da gleich einmal die ganzen nächsten, was ich habe. Jetzt hier hin. Da haben wir zwei Seillängen zusammengelegt, weil das Gelände relativ einfach ist. Alles war jetzt so gut, dass wir das zusammengelegt haben. Ein bisschen Zeit erspart. Ist eigentlich unten schon weggegangen, wo ich. Ziemlich. Aber da warst du sicher schon da herum. Ja. 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 Oh, es geht. Wundert mich selber, dass da nichts dran ist. Jetzt wollte ich nämlich eher was legen. Ja. Ja, ja.
Servus. Der Kerl zum zweiten. Geht er da hin? Grüß euch, der Kerl. Schertenspitze. Ich glaube, da waren wir jetzt auf Lottaufer, gell? Der Kerl nochmal von der Schertenspitze, der zweite Gipfel. 2150 kommen wir um. Ganz hinten aus dem Tal sind wir gekommen. Jo, und da geht's jetzt hin. Das blaue Spitz. Noch kalter. Schnee weiß man, zu schnell gegangen hat, gell? So schnell gegangen, ja. Jetzt geht es einmal Richtung Eisbodenschortner. Und zuerst in 1 2er Gelände weiter. Und dann können wir relativ bald schon einmal den Schlüssel stellen. Ist das nicht herrlich? Ein Traum der Watze. Eisbodenschorten, oder? Ja. 2064 Meter. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Da rechts rum ist jetzt einmal. Ja, da, okay. Ja, das da ist der Staumandel. Ah, da oben auch, ja. Jetzt gibt's. Da kommst du dem Aufbau nicht. Da kommst du den Eisboden auf, oder? Schauen wir mal, was uns erwartet, oder? Ich bin schon gespannt. Ja. Jetzt wird das eine typische Aktion. Kleiner Rückblick, ganz hinten der Stornberg, Schertenspitz, sind wir Vierer, Eisbodenschorten ist da unten und von uns aus gesehen auf der linken Seite vom Schneeviertel laufen
hat immer wieder mal ein paar Stormandel gegeben. Gelände bis jetzt nicht schwerer wie ein 1er2er in dem Abschnitt. Stormandl siehst du keins, oder? Müssen wir da hin, oder? Da unten haben wir uns einmal verkoffert bei dem Bantl. Da sind wir da weitergegangen, beziehungsweise der Max. Und nachher muss da die steile Rinne raufkriegen. Da geht es in das Bantl raus, Stammmantel. Und ja, vielleicht hilft das, dass man sich das von unten einprägt, dass man die Steckkinder sucht, weil die sechste von beiden dann schon eigentlich. Und das war mental, glaube ich, schon anspruchsvoll. Ich habe da gleich umgedreht unten auf den Bantl. Ja, weil es so anrenkt, ja, brutal. Ist, ja. Brutal. Mit der Höfer? Nein, geht schon. Ja, wo halbwegs kaum würde ich das finden. Ja. Das ist ja gar nicht so einfach. Der Watzinger, ja. Und da müsste jetzt da das Mantel weitergehen. Ja. Richtig cool aus. So was jetzt da. Ja. Oh, geil. Voll work. Ja. Da sieht man noch auf das obere Bantl wahrscheinlich wieder. Aber geht's echt ziemlich ausgesetzt um. Voll brutal. Ich weiß mich um, muss ich ganz ehrlich sagen. Seilfrei, jetzt freue ich mich schon, wenn wir da noch einen vorbei sind und da raufgreien. Da machen wir nachher wieder mit Seilsicherung alles. Da ist der Schlüsselstuhl rein. 4 plus. Was brüchig? Ja, muss aufpassen, muss aufpassen. Ja. Schluss mit lustig, da ist die Sanduhr. Da vorne, das ist kein Stormantel, sondern das sollte halt darstellen. Ja, nicht da auf das Mantel um. Da bei der Sanduhr, da ist ein geschlagener Ring,
da ist noch irgendwo ein Schlaghacken. Wir müssen jetzt in 2er, 3er Gelände aufgehen, die Schorten, und machen jetzt, glaube ich, über den Grat weiter. Ist der, das ist schon so wild. Aber das ist ja nicht schwer da rauf. Die Schorten sehe ich schon. Ich muss nur einen Stand suchen. Weil entweder müssen wir das Bandl oder oben. Schauen wir mal. Wo ist denn da der fucking Stand? Der Stand muss auch wieder so ein Ring sein, gell? Ja. Aber ist von der Schwierigkeit her ein 3er, oder? Ja, passt. Da ist auch ein Schling rum. Siehst du das? Ja. Ja, ja, voll arg. So, da. Vorm Schlaghaken links abbiegen. Bei mir ist schon wieder ein Ring. Ja, 20 Meter sollten das sein. Weil jetzt geht der Vierer weiter. Ja, passt. Dann machen wir da Stand, weil jetzt können wir die zwei Schlüsselseile legen. Hast Stand, Max? Okay. Jetzt geht's da gerade rauf. 30 Meter sollte das sein. Ja, da muss einmal was drin sein. Genau. Das ist eh da. Also da oben, ja. Einmal muss eine Zwischensicherung sein, genau. Ja. Eigentlich müsste man da theoretisch links vom Stand auf. Schauen wir, wie das ausschaut. Ah, da oben sehe ich aber einen Schlaghaken. Passt, ja. Wie schaut es da aus? Gut, passt. Okay.
Ah, da ist jetzt das Klemmteil da. Ich sehe schon. Ja. Also der Spurzer hier wird. Nochmal. Wo ist das eng mit dem Rucksack gut gewesen? Hast du das gehört? Hast du das gehört, wie eng das mit dem Rucksack war? Da ist auch ein Stand, den machen wir aber. Ja, ja sicher. Weil die Schlüsselstelle, wenn ich es greifen will, nachher will ich es direkt vom Stand weg greifen. Stand habe ich. Aber vielleicht willst du es eh du greifen. Mir ist gleich. Kannst nachkommen, Max. Da habe ich mich voll meinen Rucksack durchzwängen müssen. Ja. Gebt einmal einen fetten Daumen nach oben herst. Hast du gesehen, wie ich ausgeschaut habe, oder drei? Hast du gedacht, jetzt fliegt er gleich der Käfer, gell? Fliegt er gleich rückwärts. So. Und jetzt? Magst du da rauf rein? Wo geht das da bei dem Riss rauf? Ja, ja, da ist irgendwo da oben ist einmal was rein. Ja. Schauen wir uns jetzt an. Hat sich gut anpicken. Ja. Rechts am Seck. Ja, da ist er. Komm, tu ich dich. Schätze, dass du einen Fuß hinten, einen Fuß vorn spreizen musst. Ja, so irgendwie. Was? Nein, lockern. Lockern? Ja. Jawohl. Und wie kommst du jetzt retour?
Sehr gut, Max. Passt, ich komm noch. Da war was. Na, vor allem im Vorstieg, wie der Hund hörst. Da, zwei. Ja. Ist gut gegangen, aber bist deppert, das im Vorstieg, Max? Bist du deppert? Der Mann hat's drauf. Was der ist auch? Hab auch nichts mehr, ja. Dann haben wir viel. Stark, Max. Alter, super. Der Hund. Stark, bist du deppert. Ja. Und das? Wahrscheinlich ohne, ne? Ja. Ja, vor allem, was du schaust. Leicht exponiert. Also, und das ist nachher, glaube ich, der letzte Turm. Und nachher geht es ja auf die blaue Spitze. Ja. Sehr gut. Super, ich gehe jetzt auch noch ein bisschen für. Ja, und nachher gehen wir wieder in die Schuhe. Ja. Saugut.
Schlüsselstelle Hinterberg. Super. So gut, so gut. So geil. Voll stark. Voll super. Nochmal gratulieren. Danke, danke. Echt mega. Ah ja. Sie haben so auch schlecht ausgegangen. Scheiße. Schlüsselstelle gerade hinter uns. Jetzt haben wir den zweiten Turm ganz herum. Da geht es jetzt dann weiter auf den dritten Turm. Das Fahrergelände. Und wir müssen da, glaube ich, nochmal retour. Und dann da unten auf irgendwie. Schätzung, Mativ. Nehme ich alles wieder zurück. Da geht's weiter. So, Schwarmandl. Hat schon Stimme. Aber der hat mich auch ausgehalten. Ich hoffe, dass er mich auch aushält. Ausgesetzt geht's weiter, ausgesetzt geht's weiter. Immer die gleichen Touren mit dir, Max. Immer das Gleiche. Ist das nicht herrlich? Das ist voll herrlich. Jetzt wieder. So, da hinten ist jetzt der zweite Turm. Und mitten am Weg zum dritten sind wir, gell? Ja. Kaiserjagergeschichte. Ein bisschen zum Aufpassen ist wegen der Wegfindung. Jetzt sind wir am dritten Turm herum und fahren Gipfelblaue spitz in Sicht. Nehmen wir weiter. Lucky, lucky. Das passt. Hunderttausend Spurten gibt's da. Da hinten, da. Was ist, Mandl? Das ist nicht zusammengegangen, die Hunde. Obelix. Spreizen, ja. Hey, komm her, der Obelix. Gib der Faust, oder? Gib der Faust. Da geht's auf, da ist unser Kamin mit zwei Klemmblöcken. Aber da ist noch mehr. Den machen wir jetzt noch.
Passt. Kleingriffig ist da. Ist auch wieder so ein Scheißdreck da. So weit will ich nicht anschmieren. Eine ziemliche Drecksau. Ja, kannst du aushängen. Kannst du aushängen. Ich mache mal einen Strich.
Magst du nachkommen, Max? Ist da einfach, oder? Dann mach ich dir einen Strick auf, weil dann kannst du einer einsammeln, oder? Max, ich mach den Strick auf. Kannst du einziehen? Ich bind mich aus, gell? Keine Ahnung, ob ich das jetzt vorher gefilmt habe. Auf jeden Fall gerade ausgestiegen. Letzte Meter blaues Spitz. Und von daher die Schwierigkeiten vorbei. Strick haben wir weg da. Gut, brauchen wir keinen mehr. Jetzt geht es nur noch auf dem Hochkalt auf. Super. Voll geil. Wahnsinn. Ja. Und mein Tacho sagt schon fast 2500 Höhenmeter. Auch nicht lob. So schaut es da aus. Blaues Spitz. Blick komme ich hoch kalter. Gerade ein paar Affe. Die waren vorher auf der blauen Spitze herum. Da ist der Normalweg über einen schönen Fleck. So gehen wir noch ein Retour rein. Ja, und da kommt jetzt der Max daher. Jetzt werden wir eine kurze Pause machen. On the road to Blaues Schatte. Ist auch mal lässig, wenn du wieder ein einfaches Gelände hast. Ja. Ja. Heute machen wir mal alles im Fels. Die letzten Mal immer durch die Rinne aufgestapft. Mal mit den Schuhen. Das ist gescheit im Fels gehen. Hey Max! Ich sag jeden. Jetzt sind wir ja fast schon los. Ja. Endspurt. 100 Höhenmeter rauf. Eine gute Fahrt mal kriegen wir heute beieinander. Ja. Aber das ist eh gut zum Gehen eigentlich da. Werden wir da umqueren, he? In dem Sinn bergheil vom Hochkalter herum. Die Pause haben wir auch schon gemacht. Netter Mann da aus dem Pinzgau getroffen. Sie haben wir auch die blaue Umrahmung gemacht. Gingen wir über das Ofental euche und wir jetzt sind über einen schönen Fleck. Blaues Hitten. Und dann gefallen wir uns auf ein Bierle. Juhu! Willst du da noch hocken bleiben oder gehen wir gleich durch zum Auto? Jetzt waren wir schon so drin. Ich habe jetzt, du meinst jetzt wegen der Hitten, oder? Ja. Ich habe keine Kohle dabei. Das war 15 Euro, habe ich schon gehabt. Ja, Bier war sonst geil, aber schauen wir mal, wer es ist. Wer ist uns zart? Werden wir wieder so lasch. Ja, eh, hast eh recht. Gelände da jetzt relativ easy. Ich werde nur noch ein paar Stellen aufnehmen, Schlüsselstellen oder schöne Aufnahmen halt. Genau einen Weg über einen schönen Fleck habe ich eh bereits in einem Video veröffentlicht. Es ist unten verlinkt.
ist der Rotbolfen. Der Keil vom Rotbolfen. 2,360 ungefähr ist der. So, hinten hoch kalter, klar kalter. Über ich drüber kommen. Selbstverständlich da drüben, blaues Spitz, Turm, 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 Alter, war das wild. Ah ja, und dann da die steile Nordostwand haben wir auch noch gemacht. Und da ganz vorne vom Schnorberg, da sind wir nachher hergekommen, aber eigentlich war es ein Tal. Ah, ist schon frei, also ein Polster, dass wir unterwegs sind. Endlich haben wir mal eine Gipfelkreuzart, die sagen. Hör echt, hörst. Pulver! Endlich! Pulver! Pulveralarm! Hof! Der Pulverschneeball! Max, wo hast du die Ski? Schon eingewintert. So, der Max freut sich schon aufs Bier. Jetzt geht's da ins 2er-3er Gelände vom schönen Flecken runter. Nachher ist alles hier easy. Juhu! Ein Pulver, Franzi! Ein Pulver! Pulver! Ein Schlickei braucht es gar nicht, so wohl an jeden von uns drei. Vor allem ein Schlickei. Wie hat es dir geschmeckt? Da ist halt ein Loch. Ja. Gerstensaft gibt Gerstenkraft. Und weiter geht's ins Tal. Jetzt sind wir wirklich retour und keine Ahnung, ob man es sieht. Ja, ich kommentiere es einfach. 2476 Höhenmeter waren es. 26 Kilometer. Und 14 Stunden 53 mit Pausen, viele Pausen haben wir gebraucht. Und jetzt machen wir es uns zuerst beim Auto gemütlich und dann gibt es gleich ein Resümee. So, jetzt sind wir gut herunten. Erstes Bier ist auch schon offen. Und bevor wir jetzt noch ein zweites trinken, mache ich da mal ein Fazit zu der Tour. Also, angeschrieben ist sie mit 16 Stunden. So wie es wir gemacht haben, richtig original. Ich muss nachher nochmal 1,5 Stunden dazu rechnen, also 17,5 Stunden. Also das ist wirklich ein tagesfüllendes Programm, was man da vor sich hat. Da habe ich in den Westalpen auch schon was gemacht. Also hat durchaus Westalpen-Charakter. Die Länge dieser Tour auf der Uhr hat es angezeigt. Knappe 2500 Höhenmeter und 26 Kilometer, das heißt die Tour ist länger und hat mehr Höhenmeter wie die Watzmann-Überschreitung, also das ist schon eine Hausnummer und vor allem die Schwierigkeiten sind einfach um ein Vielfaches höher, es ist da überhaupt nichts hier drinnen versichert, also keine Stahlseile oder so irgendwas, das hat auch jetzt aus meiner Sicht mit Pläsierklettern oder so hat das gar nichts zum tun. Fangen wir es einmal so an. Der Zustieg zum Schnorberg ist ganz geschmeidig, ganz einfach. Von der Schertenalm da einfach links rauf. Keine Schwierigkeiten, ich glaube 1200 Höhenmeter ungefähr. Dann bist du am Schnorberg oben. Danach geht es eben in die Scharte zur Schertenspitz. Da geht noch in die Nordostwand an und die ist mit einem Vierer bewertet. Persönlich habe ich die nicht sonderlich schwer empfunden. Sie ist relativ gut abgesichert, hat aber jetzt mit Pläsierklettern auch nicht so viel zum tun. Also gerade bei der ersten Seillänge oben aus hätte man schon gewünscht, dass da nur einmal Bohrhacken oder irgendwas drinnen gewesen war, aber es ist so auch ganz gut gegangen
Und die Vierer waren jetzt echt nicht sonderlich schwer, muss man schon sagen, dazu. Wenn man das problemlos schafft und wenn man mit Klemmkeile und Friends und alpiner Absicherung umgehen kann, dann ist es durchaus ein lohnenswertes Ziel, zur Eisbodenschwarten, so wie es wir gemacht haben, weiterzugehen und die blaue Umrahmung anzugehen. Ich will mich da jetzt nicht irgendwie hervorheben, aber ich glaube schon, dass man da große alpine Erfahrung braucht. Es sind zwar Schnurrmandel drinnen, aber Verhauermöglichkeiten gibt es mehr wie genug. Und es ist extrem brüchig, also vor allem in den einfachen Passagen, teilweise extrem ausgesetzt. Du solltest so viel wie möglich seilfrei machen, damit du da auch Meter machst. Wir haben eben den zweiten Turm, glaube ich, war das. Ja. Den zweiten Turm haben wir durchgesichert, da sind auch V-Ringe drinnen, aber ganz wenig Haken nur. Also das heißt, du musst da wirklich alles selber absichern und teilweise geht es auch einfach gar nicht, dass du irgendwie was legst. Und du musst nachher schon in der Birne ziemlich stark sein. Also wenn einer jetzt ein pläsiermäßig oder sportklettermäßig einen Achter kreit, dann kann es durchaus sein, dass den bei so einer Tour aufhaut. Also das hat mit Sportklettern oder so hat das gar nichts zu tun. Wegfindung ist so eine Sache und mental muss nachher halt auch stark sein. Das Abklettern dann vom dritten Turm war sehr unangenehm. Ich glaube, es kommt im Video aber gut raus, wo man nachher schlussendlich hin muss. Also was mit diesem Spalt gemeint ist, laut Topo. Und auch der Vierer auf in dem Kamin, den habe ich extrem anspruchsvoll empfunden. Da war, irgendwer hat einmal einen Klemmkerl da reingehauen. Der war da fix ganz am Anfang und sonst das gar nicht gesehen. Ganz oben habe ich nachher mit Friends einen Stand gemacht. Und beim zweiten Klemmkeil habe ich eine Schling, eine 120er Schling passt da gut um mich. Und einen zweiten Friend habe ich nachher nachgesetzt, so als Zwischensicherung. Aber da ist sonst gar nichts drinnen. Es gab dann rechts davon noch eine 4-Plus-Varianten. Die ist extrem unangenehm zum Ansteigen. Da ist so 2-3 Meter drüber ist dann einmal ein Haken drinnen. Danach ist da das Gelände echt einfach. Ja, der Kamin hat es definitiv so in sich gehabt und dann eben ja, von der blauen Spitz ist es dann, wenn du das schon mal geschafft hast, ein Kindergeburtstag. Es ist ja halt eine ewig lange Tour, aber ja, war eine richtig lässige Geschichte. Jetzt übergebe ich in Max noch das Wort, würde den Max noch bitten, dass er was sagt, aber vorher möchte mich ich auch noch bei Max bedanken, dass er vorgeschlagen hat, dass wir die Tour machen und vor allem auch, dass wir nachher das Ganze in Wechselführung gemacht haben, wie es der Zufall so wollen hat, ist der Max dann die Schlüsselstelle vorgestiegen in Wechselführung und ich habe mir dann bei der ganzen Spreizerei nicht so schwer da. Im Nachstieg ist es ganz gut gegangen, vor allem weil ich gesehen habe, wie der Max das gemacht hat. Aber Hut ab von Max, weil ich glaube im Vorstieg das Ganze machen ist mental eine brutale Herausforderung. Max, sag einmal, wie ist es dir gegangen? Ja, zuerst einmal. Zuerst einmal Prost, gell? Genau, Prost. Danke. Schönen Vatertag an die österreichischen Väter, weil das ist ja heute. Wir haben heute eine schöne Vatertagstour gemacht, wie der Franz schon gesagt hat. Es war richtig lässig, aber anstrengend. Der Kamin, der war für mich schon eher so, dass der Stift zum Schreiben anfängt, sage ich mal. Da, wo du vorgestiegen bist, da. Ja, genau, der erste. Ja. Weil da musst du irgendwie voll einspreizen oder so, wenn du das eigentlich selten machst, dann hat das schon seine Herausforderungen, sage ich mal.
Aber im Großen und Ganzen, es hat super hingehört, wir haben top Wetter gehabt. Es war perfekt. Wir waren allein eigentlich, zwei andere oder eine Seilschaft war noch unterwegs. Ein schönen Kurs auch. Genau, falls es zuschaut, war richtig lässig, dass wir euch getroffen haben. Ja, und danke für die Fotos. Nein, war echt hammermäßige Tour, wie man es halt kennt vom Franz, wenn er wieder mal ausrucken will. Ja, ich habe schon gesagt, jetzt drei Monate brauche ich wieder Pause und nachher machen wir wieder so richtig was Gescheites. Nein, aber ganz so lange wird es nicht dauern. Aber dort ist ja das auch gleich an, die Anna war halt auch unterwegs. Sie hat mich ausgelassen, ich habe sie ausgelassen. Und sie hat sogar auch mitgefilmt. Das Video verlinke ich euch da unten. Schaut es euch an. Bin selber schon gespannt, was sie da mitgebracht hat. Genau. Ja, und sonst? Gibt es sonst noch was zu sagen? Nein, jetzt werden wir noch einen trinken. Jetzt trinken wir noch einen, auf jeden Fall noch eins. Fahren wir heim, bevor es finster wird. Genau. Genau, ja. Ja, ich hab's nicht, weiß Gott, wie oft gesagt im Video, aber falls ihr jetzt noch dabei seid, ich würde mich echt mega freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert, graue Glocken aktiviert, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und Kommentare würde ich mich bei dem Video auch extrem freuen, wenn ihr mal was reinschreibt, weil blaues Umrahmung habe ich geschaut. Es gibt ein paar Videos, aber eben so kommentiert gibt es auch noch gar nichts. Und ja, vielleicht ist es echt ein Mehrwert, der da generiert werden hat China. Helft da ein bisschen mit, Daumen nach oben da lassen, Kommentar da lassen. Vor allem werden wir es bei Fermin gemacht haben, von Anfang weg, gleich mit dem Starnberg auch. Ja, nein, es war richtig lässig. Ja. In dem Sinn, das war's schon wieder mal gewesen. Das nächste Video kommt bald wieder mal. Bis zum nächsten Mal, Bergheil, bleibt's geil. Ciao. Da steht's.